Ja, moin Leute. Hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herz. Das bin ich, Herr Malzahn. Malzahn. Psst, nicht so laut, Malzahn. Alles gut, die Leute wollen doch schlafen. Willkommen beim Format Die Kommune der Freiheit. Folge 5. Angekommen. Ein amüsant, sarkastisch, ironisches Hörspielerlebnis von Herrn Malzahn und ChatGPT. Danke, ChatGPT 4. Schließt die Augen und taucht ein in eine absurde Kommunenwelt voller Geheimnisse und Abenteuer. Bereitet euch vor, denn die Spannung steigt und wenn die Ohren gespitzt sind, kann die Reise beginnen. Die nachfolgende Geschichte ist rein fiktiv und jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen, lebendig oder verstorben, sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Einige Tage waren vergangen und Rainer stand in seinem Zimmer im Gasthof Goldene Adler und betrachtete das Chaos, das Herr Uwe hinterlassen würde. Morgen früh sollte sein Taxi kommen, das ihn zu seinem neuen Haus bringen würde, zu seinem Projekt, seiner Zukunft. Er war sich sicher, dass ab morgen alles besser werden würde. Sein Blick fiel auf das kaputte Fenster, das er notdürftig mit Pappe geflickt hatte. Das konnte Uwe dann reparieren. Schließlich zahlte Rainer hier nur Miete. Es war nicht sein Haus, sondern Uwes. Der Rest des Zimmers sah auch nicht besser aus. Gestern hatte Rainer Nudeln kochen wollen, doch das Soßenfix war ihm vom Herd gefallen. Und da er mit dem Aufwischen warten wollte, war er mindestens 10-mal durch die Soße gelaufen und hatte sie im ganzen Zimmer verteilt. Warum wollte er warten? Das sollte Uwe ebenfalls wegmachen. Rainer musste noch daran denken, seinen speziellen Duschkopf abzuschrauben. Den wollte er in die Kommune mitnehmen. Genau wie seine Nintendo Switch. Dann könnte er mit den anderen Bewohnern Mario Kart spielen. Er lehnte sich an die Wand und stellte sich vor, wie die Bewohner miteinander Mario Kart spielten. In seiner Fantasie saß er in der Mitte einer großen Couch, umgeben von nackten Models, mit denen er um die Wette fuhr. Natürlich war er der Schnellste, aber er würde sie auch mal gewinnen lassen. Da war er Gentleman. Er könnte ja auch Wetten mit den Frauen abschließen. Wenn er gewinne, müssten sie für ihn tanzen oder sowas. Und das könnte er jeden Tag haben. Warum hatte er die Idee mit der Kommune nicht viel früher geplant? Er lächelte vor sich hin. Ab morgen würde endlich alles anders werden. Das Leben, das ihm zustand, wartete auf ihn. Rainer überlegte, was er noch für seine neue Lebensphase in der Kommune einpacken sollte. Er schnappte sich seine alte große Sporttasche und begann damit, die wichtigsten Dinge zu verstauen. Zuerst legte er seine Nintendo Switch hinein. Schließlich wollte er mit den anderen Bewohnern Mario Kart spielen und sie in Grund und Boden fahren. Dann griff er zu seinem Duschkopf. Ein normaler Mensch hätte vielleicht an Kleidung gedacht, aber Rainer fiel als erstes sein selbst montierter Duschkopf ein. Den wollte er unbedingt mitnehmen. Danach wanderte die Seife aus dem Bad in die Tasche, die eigentlich Uwe und dem Gasthof gehörte. Hat schon keiner mitbekommen, kicherte Rainer vor sich hin. Schließlich war er ein reinlicher Mensch und Seife konnte man nie genug haben. Als nächstes schaute er auf seinen Kleiderschrank und überlegte, welche Kleidungsstücke er einpacken sollte. Doch dann fiel ihm wieder ein, dass es sich ja um eine FKK-Kommune handelte. Echt Dummerchen, lachte er und ließ die Kleidung links liegen. Keine Klamotten zu brauchen, war doch ein echter Vorteil. Ah, die Flagge musste noch mit. In den letzten Wochen hatte er im Internet eine Flagge mit Regenbogenmuster bestellt, die er als Kommunenflagge benutzen wollte. Er stopfte die Flagge achtlos in die Tasche. Sie würde der Kommune einen besonderen Flair geben, da war er sich sicher. In der kleinen Küche entdeckte Rainer einige Zuckerpakete, die er noch für die nächsten Tage auf Vorrat gekauft hatte. 3 Kilo Zucker würden vielleicht nicht lange ausreichen, aber in der Kommune würde das schon irgendwie geregelt werden. Wenn er Glück hatte, würde jemand für ihn einkaufen gehen. Das würde schon klappen.
Dann packte er noch ein paar Teelichter ein. Sein Blick fiel auf einen kleinen Pokal. Ah, mein Pokal, dachte sich Rainer, der muss auch noch mit. Ein Andenken an vergangene Triumphe, das durfte nicht fehlen. Außerdem machte Erfolg immer einen großen Eindruck bei Frauen. Er warf einen abschätzenden Blick auf das durchgekrachte Bett. Schlechte Qualität, murmelte er. Das Möbel heutzutage nichts mehr aushalten, das war Fakt. Er öffnete eine Dose Monster Energy, trank sie in einem Zug leer und rülpste laut, während er die leere Dose achtlos in die Ecke warf. Noch eine kleine Aufgabe für Uwe, dem soll ja nicht langweilig werden. Mit einem zufriedenen Grinsen packte Rainer weiter. Die Gedanken an seine bevorstehende Zeit in der Kommune und die Abenteuer, die vor ihm lagen, erfüllten ihn mit Vorfreude. Sein neues Leben würde bald beginnen und er war bereit für die Herausforderungen und Freuden, die es bereithielt. Plötzlich klopfte es an der Tür und Uwe trat mit schwerem Schritt in den Raum. Der Geruch von Bier lag in der Luft. Jedes Mal, als er die Tür hinter sich schloss und den Raum mit einem kritischen Blick musterte. Hier sieht's ja aus wie bei Hempels unterm Sofa, knurrte er und schüttelte den Kopf. Sag mal, Rainer, musst du immer so ein Chaos hinterlassen? Und ich soll das nachher alles wieder wegputzen, was? Rainer, der gerade seinen Duschkopf in eine Tasche packte, zuckte nur mit den Schultern. Ah, Uwe, mach dir nicht so viele Sorgen. Ich zieh ja morgen aus, dann hast du das Chaos nicht mehr. Nee. Uwe schaute sich um und deutete auf die verstreuten Klamotten, das Geschirr auf dem Boden und die leeren Dosen, die in der Ecke gestapelt waren. Boah, hier sieht's aus, als hätten linke Zecken ein Rockfestival veranstaltet. Linke Zecken. Und diese Flecken auf dem Boden, was soll das sein? Rainer murmelte etwas von Soßenfix, was Uwe nur ein Stirnrunzeln entlockte. So kann das nicht bleiben, Junge. Hoffentlich lernst du in deiner Kommune mal ein paar Manieren. Wer kommt eigentlich für die Schäden am Haus auf? Die kaputten Fenster, die Flecken an Wänden und warum zur Hölle liegen hier überall benutzte Taschentücher? Frag nicht. Kümmere ich mich drum, murmelte Rainer leise, fast wie zu sich selbst. Aber ab morgen ist das eh nicht mehr mein Problem. Uwe seufzte und ließ sich von Rainers halbherzigen Versprechen nicht beruhigen. Er kennt ihn schon. Doch trotz der Unordnung und der Meinungsverschiedenheiten hatte er eine Schwäche für Rainer, sah in ihm fast eine Art Sohn. Na, dann hoffe ich mal, dass deine neue Kommune das mit dir aushält. Ach, Uwe, das wird schon, grinste Rainer. Ab morgen wird alles anders. Ein wenig weicher werdend, fragte Uwe. Wo ist denn diese geheimnisvolle Kommune überhaupt? Rainer schüttelte den Kopf. Das darf ich nicht verraten. Aber keine Sorge, die Wednesday Company kümmert sich um alles. Uwe kratzte sich am Kopf und fragte mit einem Hauch von Sorge in der Stimme. Soll ich dich irgendwo hinfahren oder brauchst du noch was? Nein, alles gut. Die regeln das schon. Ein Taxi holt mich ab, sagte Rainer und schob seine Tasche beiseite. Uwe seufzte erneut und schaute noch einmal in den Raum, bevor er Rainer einen kräftigen Klaps auf den Rücken gab. Pass auf dich auf, Rainer. Und denk dran, bleib hart und halte die Fahne hoch. Und lass dich nicht unterkriegen. Vergiss nie, wer du bist und woher du kommst. Und nach einem kurzen Moment fügte er noch hinzu, und versuch, ein bisschen ordentlicher zu werden. Nur ein bisschen. Rainer grinste breit. Danke, Uwe. Danke für alles. Ohne dich hätte ich nicht hier wohnen können. Für einen kurzen Moment sah er Uwe tatsächlich als eine Art Vaterfigur. Ein Gefühl der Dankbarkeit machte sich breit. Zum Abschied nahm Uwe Rainer in den Arm. Die beiden standen einen Moment in stummer Eintracht, bevor Uwe sich umdrehte und zur Tür ging. Dabei fiel sein Blick noch einmal auf das Chaos im Raum. Wie bei den Asylanten, murmelte er, als er den Raum verließ.
Also die KI kennt Uwe richtig gut. Ja, ein Sympathieträger durch und durch. Oh Mann, ey. Oh. Doch dann schüttelte er den Gedanken ab und ging hinaus, ohne eine Antwort zu erwarten. Ich verstehe gar nicht, warum Uwe in Zobis so unbeliebt ist. Naja. Als Uwe die Tür hinter sich schloss, lächelte Rainer zufrieden. Morgen würde sein neues Leben beginnen und all diese kleinen Sorgen würden endlich der Vergangenheit angehören. Rainer schlief schlecht in dieser Nacht, sehr schlecht sogar. Ob es die vielen Monster Energy waren, die er sich am Abend hineingeschüttet hatte, oder die große Kanne Zuckerkaffee, die er sich noch spät aufgebrüht hatte? Kaum hatte er den Kopf auf das Kissen gelegt, begannen seine Gedanken wild zu kreisen. Immer wieder öffnete er die Augen, griff nach seinem Handy, schaute auf die Uhr und versuchte sich dann erneut in den Schlaf zu zwingen. Doch Ruhe wollte nicht einkehren. Um sich abzulenken, schaute er ein paar Folgen seiner Lieblings-Anime-Serie. Hat er? Ich dachte, er hat keine Lieblings-. Die vertrauten Bilder flimmerten über dem Bildschirm, doch selbst die brachten nicht die gewohnte Entspannung. Er drehte und wälzte sich, bis er schließlich kurz die Augen schloss, nur um bald darauf von dem penetranten Piepen seines Weckers wieder herausgerissen zu werden. Es war 5 Uhr. Rainer fuhr hoch, die Lider schwer, der Kopf träge. Er tastete halb blind nach einer weiteren Dose Monster Energy, öffnete sie mit einem leichten Zischen und spülte den schlechten Geschmack in seinem Mund hinunter. Es ist so gut. Ja, das ist die Realität. Mit einem mühsamen Stöhnen schob er die Bettdecke zur Seite und zwang seinen massigen Körper auf die Füße. Die Gelenke knackten, als er auf die Toilette schwankte und sich mit kaltem Wasser notdürftig das Gesicht wusch. Die feuchten Hände rieben über das aufgedunsene Gesicht. Was war heute los? Warum hatte er sich so früh wecken lassen? Seine Gedanken sortierten sich nur langsam. Ach ja, heute war der große Tag. Der Tag, an dem sich sein Leben endlich zum Besseren wenden würde. Ein selbstzufriedenes Lächeln breitete sich über seinem Gesicht aus. Der Stress der letzten Wochen würde bald ein Ende haben. Heute würde er den Grundstein für seine glorreiche Zukunft legen. Langsam trottete er zur Kaffeemaschine und überlegte kurz, ob er wirklich noch eine Tasse brühen sollte. Doch die Müdigkeit nagte an ihm und so entschied er sich dafür. Mit einem Achselzucken kippte er seine letzten Zuckerreserven direkt in das Wasser in der Maschine. Das verstopft doch. Ha. Und wenn schon, dachte er sich, ich bin ja gleich weg. Er nahm die Tasse in beide Hände und trank gierig, obwohl der Kaffee bitter und übermäßig süß zugleich schmeckte. Sein Blick schweifte dabei durch das Zimmer. Das Chaos, das sich vor ihm ausbreitete, war beachtlich. Ja, lob dich, meld dich an bei den Olympischen Spielen für Chaos machen. Überall lagen benutzte Taschentücher verstreut, zerknüllte Papiere und leere Verpackungen. Der Fußboden war staubig und in den Ecken sammelte sich Dreck. Stimmt, er hatte eigentlich noch aufräumen wollen, aber dann war ihm etwas Dringendes dazwischen gekommen. Er grinste selbstgefällig, als er an den Notfall gestern Abend dachte. Den Laptop auf seinem Schreibtisch umrahmten noch immer die Überreste seiner letzten Tätigkeiten. Wow, das ist Poesie, oder? Den Laptop auf seinem Schreibtisch umrahmten noch immer die Überreste seiner letzten Tätigkeiten. Schön. Rainer schlürfte den letzten Schluck Kaffee, stellte die Tasse achtlos auf den Tisch und räumte seine letzten 3 Dosen Monster Energy in die abgewetzte Reisetasche, die auf dem Boden lag. Oh, Uwe wird schon sehen, wie er das hier wieder auf Vordermann kriegt, dachte er und grinste breit. Er schloss die Tasche und zurrte sie zu. Sagt man das so? Zurrte sie. Seine benutzte Kleidung ließ er einfach dort, wo sie hingefallen war. Noch trug er sein altes Schlafshirt und die schmuddelige Schlafhose. Heute würde er sie noch tragen, aber bald. Bald würde er sie für immer ablegen. In seiner Kommune würde er nur noch nackt herumlaufen, so wie es ihm zustand.
Er schloss die Tür zu seinem Zimmer, drückte die Klinke herunter, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich verschlossen war, und ging dann schweren Schrittes die Treppe hinunter. Mit jedem Schritt knarzte das alte Holz unter seinem Gewicht. In der Dunkelheit des frühen Morgens verließ er schließlich den Gasthof und trat hinaus auf die verlassene Straße. Ein feuchter, kühler Wind blies ihm entgegen, aber das störte ihn nicht. Er war zu aufgeregt, um die Kälte zu spüren. Das Taxi würde um 5:30 kommen, um ihn abzuholen und ihn in sein neues Leben zu bringen. Rainer zog die Luft tief in seine Lungen und atmete ruhig. Alles würde gut werden. Rainer stand unter dem trüben Licht der Straßenlaterne, während die kühle Morgendämmerung langsam über das Dorf hereinbrach. Die Luft war frisch, doch die Kälte spürte er kaum. Seine Gedanken kreisten nur um das, was vor ihm lag. Mit einem leisen Seufzen setzte er sich auf den kalten Asphalt und stellte seine Tasche vor sich hin. Er murmelte vor sich hin, als er den Reißverschluss öffnete. Zweimal hin, na egal. Ich nehme nur mit, was ich brauche. Was ich wirklich brauche. Dann lass mal sehen, was ich alles habe. Ihr wollt Arroganz? Ja, könnt ihr haben. Okay, ich bin gespannt. Er griff als erstes nach seinem schweren Laptop in seiner Umhängetasche. Mein Laptop, flüsterte er. Nicht irgendein Schrott, sondern mein Tor zur Welt. Die Hater wollten immer meine Arroganz. Bitteschön, könnt ihr haben. Jetzt steht's hier sogar. Alle meine Spiele bei Steam, die seltenen Mounts und First Drops bei WoW. Niemand hat sowas, nur ich. Das macht mich überlegen. Er nickte selbstgefällig, als er die Umhängetasche wieder sorgfältig verschloss. Weiter ging es mit der Switch-Konsole. Ja, meine Konsole. Mario Kart mit den Mädels, wenn ich will. Die wissen gar nicht, was sie erwartet. Und diese Konsole ist so viel mehr als nur ein Spielzeug. Damit kann ich zeigen, wie man wirklich spielt, wie ein echter Gewinner. Er griff nach der alten Sporttasche, die schon bessere Tage gesehen hatte. Mag alt sein, aber sie hält. Und ich habe immer noch Platz für alles, was wirklich wichtig ist. Das macht mich flexibel, macht mich bereit. Dann kamen die drei Dosen Monster Energy zum Vorschein. Das hier? Mein Treibstoff. Während sich andere auf Kaffee verlassen, bin ich schon ein Level weiter. Das hält mich wach, wenn die anderen schon schlapp machen. Er tastete weiter, zog die Anschlusskabel für die Konsole heraus. Er hat wirklich alles. Damit bin ich jederzeit bereit für ein Match. Egal wo, egal wann. Die meisten denken nicht daran, aber ich schon. Das ist das, was mich ausmacht. Und ich habe immer gern ein Kabel dabei. Auf der Suche nach einer Buchse zum Reinstecken. Rainer lachte eklig. Ungefähr so. Dann die 3 Kilo Zucker, noch original verpackt. Vorrat. Damit kann ich auch in der Wildnis überleben, wenn es sein muss. Die denken, das wäre übertrieben? Die wissen halt nichts. Er zog 2 Packungen Taschentücher hervor. Immer vorbereitet. Ob für den nächsten Notfall oder was anderes. Auch hier. Ich denke weiter. Dann betrachtete Rainer seine Kommunenflagge in Regenbogenfarben. Auf die war er stolz. Diese würde bald an der neuen Kommune wehen und allen seine Überlegenheit zeigen. Ja, hier hatte er sein Geld wieder einmal gut investiert. Zum Schluss nahm er sein Outdoor-Smartphone in die Hand. Unkaputtbar. Während andere ihre teuren Spielzeuge verlieren, bleibe ich in Kontakt. Immer. Ein Anruf und ich bin da. Keiner kommt an mich ran. Aha. Dann fiel sein Blick auf einen kleinen Pokal, den er vorsichtig aus der Tasche nahm. Mein Pokal, murmelte er. Den habe ich damals in der Schule bekommen. Er hat mich immer motiviert, weiterzumachen, mich hohen Zielen zu widmen. Egal, was die anderen sagen, ich bin ein Gewinner. Er lächelte zufrieden, schloss die Tasche langsam und lehnte sich zurück. Er hatte alles, was er brauchte und mehr. In seiner Vorstellung war er den anderen immer einen Schritt voraus.
Während er noch über seine Überlegenheit nachdachte, hörte er ein leises Brummen. Langsam rollte ein Taxi an den Straßenrand und blieb neben ihm stehen. Rainer atmete tief ein und griff nach seiner Tasche. Jetzt würde alles anders werden. Endlich würde er frei sein. Rainer stieg ins Taxi und schloss die Tür mit einem kräftigen Ruck. Das Auto vibrierte leicht, als der Taxifahrer, ein freundlicher Inder, mit einem breiten, ehrlichen Lachen und einem prächtigen Schnurrbart den Motor startete. Er drehte sich zu Rainer um und sagte im warmen, leicht akzentuiertem Deutsch: Guten Morgen, mein Name ist Vijay, wohin darf ich Sie bringen? Zum Kommunengelände, murmelte Rainer, während er sich in den Beifahrersitz plumpsen ließ. Vijay nickte verständnisvoll, als ob er bereits genau wusste, wo dieses geheimnisvolle Ziel lag. Ah, der Gott, ich kenne den Weg, sagte Vijay und legte den Gang ein. Das Taxi rollte gemächlich die ruhigen morgendlichen Straßen von Zobis entlang, vorbei an schlafenden Häusern und noch menschenleeren Straßen. Rainer, noch etwas verschlafen und in Gedanken versunken, starrte aus dem Fenster. Das trübe Licht der Straßenlaternen tanzte über die Kopfsteinpflasterstraßen, als sie durch die dunklen Gassen fuhren. Sein Blick war leer, doch in seinem Kopf arbeitete es. Darf ich ein bisschen Musik anmachen? Fragte Vijay plötzlich und riss Rainer aus seinen Gedanken. Der redet wirklich so, ich kann ja nichts dafür. Klar, mach ruhig. Musik könnte mich jetzt ablenken, antwortete Rainer und begann leise die Melodie seines Lieblingsliedes zu summen. Mit einem schwachen Lächeln griff Vijay nach dem Radio und schaltete es ein. Sanfte Bollywood-Klänge erfüllten den Wagen, eine fröhliche Melodie, die das Schweigen durchbrach. Sehr gut, kaum Klischees bis hierhin, kaum. Wissen Sie, begann Vijay, während er weiterfuhr, bin vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen. War nicht leid, aber dieses Land hat mir viele Möglichkeiten gegeben. Ich habe meinen Schulabschluss nachgeholt und jetzt mache ich eine Ausbildung als Altenpfleger. Es ist eine ehrenvolle Arbeit, den älteren Menschen zu helfen. Ich arbeite viel, fahre auch Taxi, um etwas extra Geld zu verdienen. Aber ich bin glücklich. Ich möchte meiner Familie hier ein gutes Leben ermöglichen. Rainer, der sich allmählich in das Gespräch hineinziehen ließ, sah Vijay an und sagte: Das klingt nach viel Arbeit. Aber naja, was soll ich sagen? Die letzten Wochen waren auch nicht einfach für mich. Weißt du, den ganzen Tag nur zocken, Videos schauen, das ewige Warten. Das kann echt ermüdend sein. Er machte eine Pause, bevor er fortfuhr. Aber du hast recht, Deutschland bietet schon Chancen, wenn man es richtig anstellt. Vijay lächelte, ohne die Augen von der Straße zu nehmen. Ja, es ist wichtig, nicht aufzugeben, auch wenn er manchmal schwierig ist. Die Menschen hier haben mir geholfen, mich anzupassen, obwohl... Er zögerte. In manchen Orten wie Tobis sind die Menschen nicht so offen gegenüber Fremden oder Neuen. Rainer nickte gedankenverloren. Ah, die wissen doch nicht. Die verstehen einfach nicht, wie es ist, wenn man in einer Sackgasse steckt und keinen Ausweg sieht. Aber das ist ab heute vorbei. Heute beginnt mein neues Leben. Etwas Großes. Etwas, wovon die meisten nur träumen können. Vijay warf ihm einen neugierigen Seitenblick zu. Das klingt spannend. Darf ich fragen, was das ist? Rainer grinste verschwörerisch. Nein, das bleibt mein Geheimnis. Aber ich kann dir sagen, es wird großartig. Etwas, das mich aus dieser langweiligen Realität rausreißt. Vijay nickte wieder und ließ das Thema fallen, spürte, dass es besser war, nicht weiter nachzubohren. Na, ich wünsche viel Glück auf dem Weg. Das Leben kann manchmal seltsame Wendungen nehmen. Rainer lehnte sich wieder zurück und beobachtete die vorbeiziehende Landschaft. Die Straßen wurden breiter, die Häuser seltener, als sie die Stadt allmählich hinter sich ließen. Ja, die Stadt Zobis bestimmt. In der Tasche neben ihm klirrten die 3 Dosen Monster Energy und der kleine Pokal, den er einst in der Schule gewonnen hatte, schien ihm fast
zuzuwinken. Nachdem er seinen Play-Button verloren hatte, war dieser unscheinbare Pokal für Rainer nun ein Symbol seiner Überlegenheit, seines Durchhaltevermögens. Play-Button, Play-Button. Ska, ska, Mama, ska, ska, summte Rainer wieder, während das Taxi weiter in die Morgendämmerung hineinfuhr. Vijay warf Rainer einen vorsichtigen Seitenblick zu. Der übergewichtige Mann neben ihm, in Schlafkleidung und barfuß, strahlte eine seltsame Mischung aus Nachlässigkeit und Arroganz aus. Ja, grob ja. Die abgewetzte Tasche, die er fest umklammerte, und der leicht muffige Geruch, der von ihm ausging, waren im scharfen Kontrast zu dem selbstbewussten Ton, den er an den Tag legte. Vijay, der sich an seine traditionellen Werte hielt und immer höflich blieb, lächelte dennoch freundlich. »Schule war für mich immer eine Qual«, begann Rainer unvermittelt zu erzählen, während er weiter aus dem Fenster starrte. »Aber zum Glück hatte ich schon früh einen tragbaren DVD-Player. Damit konnte ich mich in der Schule gut ablenken. Während die anderen versuchten, irgendwas zu lernen, habe ich einfach meine Lieblingsserien geschaut.« Vijay runzelte die Stirn, unsicher, ob er richtig gehört hatte. Ja, es überrascht uns immer wieder, aber es war so. Das nehmen wir einfach so hin. »In meiner Schule in Indien war da ganz anders«, sagt er nach einer Weile mit Bedacht auf seine Worte. »Dort war das sehr streng. Wir mussten aufmerksam sein und viel arbeiten, um voranzukommen. Es war keine einfache Zeit. Meine Familie kommt aus einem armen Dorf, aus einer unteren Kaste. Wir haben viel gelitten, aber wir hatten immer Hoffnung, dass die Zukunft besser wird.« Rainer lächelte nur nachsichtig, als hätte Vijay ihm gerade von einem Urlaub erzählt. »Ah, das Leben, das du führst, wäre für mich wohl absoluter Urlaub gewesen«, meinte er schließlich, wobei er kaum die Augen von der vorbeiziehenden Landschaft nahm. »So hart, wie ich arbeite, könnte sich das niemand vorstellen.« Er schloss die Augen und ließ sich in den Sitz sinken, während der monotone Klang des Motors und die sanfte Musik ihn langsam in den Schlaf wiegten. »Den hast du dir verdient, Raini.« Vijay beobachtete Rainer noch einen Moment länger, bevor er sich wieder auf die Straße konzentrierte. Es war ihm ein Rätsel, wie jemand so offensichtlich desinteressiert und selbstzufrieden sein konnte und doch auf eine seltsame Art von sich überzeugt. Die Flecken auf Rainers Kleidung, die Müdigkeit in seinem Gesicht und die völlige Gleichgültigkeit gegenüber seiner Umgebung. Es war alles so sonderbar. Doch Vijay, der immer noch nach vorne blickte und sich bemühte, das Positive zu sehen, beschloss, seinen Gast in Ruhe zu lassen und sich auf die Fahrt zu konzentrieren. Als sie schließlich ihr Ziel erreichten, bremste Vijay vorsichtig und hielt am Straßenrand. Er blickte zu Rainer, der tief schlief, und tippte ihm vorsichtig auf die Schulter. Entschuldigung, Sir, wir sind da. Rainer öffnete träge die Augen und rieb sich den Schlaf aus den Lidern. Er schien kurz desorientiert, bevor er sich daran erinnerte, wo er war. Ja, super, murmelte er, während er langsam die Tür öffnete und aus dem Auto stieg. Er drehte sich noch einmal zu Vijay um. Hey, wenn du willst, kannst du mir auf TikTok folgen, sagte er und nannte seinen Kanalnamen, bevor er die Tür zuschlug. Vijay lächelte höflich und nickte, obwohl er sich sicher war, dass er das nicht tun würde. Gut. Rainer stand im Nirgendwo, umgeben von dichtem Wald. Die Straße, die Vijay genommen hatte, war kaum mehr als ein schmaler, unbefestigter Pfad gewesen, der sich durch die Bäume schlängelte. Keine Karte würde diesen Ort verzeichnen. Rainer nahm sein Smartphone zur Hand und las die Anweisungen von Beatrice, die ihm gestern Abend geschickt worden waren. »Um 17:30 holt dich ein Taxi ab. Bitte sei pünktlich. Wenn du angekommen bist, dann folge dem kleinen Trampelpfad in die Wälder für etwa 20 Minuten zu Fuß. Dann kommst du auf eine kleine Lichtung. Dort wirst du wieder etwas Empfang haben für dein Smartphone. Das richten wir für dich ein.
Dort folgst du dann der Positionierung auf der Karten-App in deinem Smartphone. Er seufzte und murmelte vor sich hin. Nichts leichter als das, aber muss das wirklich so früh sein? Und dann auch noch zu Fuß. Aber er wusste, dass das der Preis für sein neues, schönes Leben war. Rainer zog eine Dose Monster Energy aus seiner Tasche, öffnete sie mit einem Zischen und nahm einen tiefen Schluck. Na gut, dann mal los. Mit der Dose in der Hand und der Tasche über der Schulter wongelte er los. Hier steht wongelte. Oh, es sind wieder die Details. Ja. Der Wald war dunkel und ruhig, nur das Knirschen der Zweige unter seinen Füßen und das gelegentliche Rascheln der Blätter begleiteten ihn. Ah, der Wald ist gar nicht so schlecht, murmelte er. Erinnert mich an damals, als ich als Kind noch draußen gespielt habe. Mit 4 Jahren bestimmt. Aber schon bald begann der Schweiß auf seiner Stirn zu stehen und seine Schritte wurden schwerer. Aber warum müssen die nur so weit draußen leben? Ja, du auch bald. Er entschied, sein T-Shirt auszuziehen, das nun klamm an seinem Rücken klebte. Brauche ich eh nicht mehr, sagte er sich und warf es achtlos in die Büsche am Wegesrand. Nackt ist eh besser. Nach einer Weile erreichte er die Lichtung. Die Sonne brach durch die Bäume, aber Rainer konnte die Schönheit des Moments kaum genießen. Er keuchte, seine Beine schmerzten und irgendwo über ihm summte es unentwegt. Was zur Hölle summt hier so? Fragte er gereizt in die Stille, konnte aber keine Antwort finden. Auf der Lichtung setzte er sich auf den Boden und schnappte nach Luft. Sein Blick fiel wieder auf das Smartphone in seiner Hand. Wo ist die verdammte App? Er fand schließlich die Karten-App und bemerkte, dass das Ziel nicht mehr weit entfernt war. Na super, fast geschafft. Er griff erneut in seine Tasche, zog eine weitere Dose Monster Energy hervor. Es unendlich viele sind da drin und leerte sie in einem Zug. Letzter Push, murmelte er, bevor er die leere Dose wie die erste einfach ins hohe Gras warf. Wie bei Apple Red Push. Bald würde er es geschafft haben, bald würde er sein neues Leben beginnen. Rainer ging weiter, das Smartphone in der Hand, während er sich durch das dichte Unterholz kämpfte. Mit jedem Schritt schien der Pfad schmaler zu werden und der Schweiß lief ihm immer stärker die Beine hinunter. Die Hose, die ohnehin schon klamm und unangenehm auf seiner Haut klebte, wurde unerträglich. Ach, was soll's, murmelte er und beschloss kurzerhand, auch die Hose auszuziehen. Jetzt lief er vollkommen nackt durch den Wald und das amüsierte ihn. Je näher ich der FKK-Kommune komme, desto weniger Kleidung trage ich. Passt doch perfekt. Er lachte leise vor sich hin, während er das Kleidungsstück einfach in die Büsche warf. Die Sonne begann stärker durch das Blätterdach zu scheinen und der Boden unter seinen Füßen wurde weicher, moosiger. Plötzlich bemerkte Rainer einige Klettpflanzen, die sich während seiner letzten Schritte an seinem nackten und verschwitzten Körper geklettet hatten. Der Wald holt ihn zurück. Rainer stöhnte auf und versuchte, diese umständlich zu entfernen, was ihm aber nur mühsam gelang. Die Erschöpfung machte sich vor allem in seinen Beinen bemerkbar, doch der Gedanke an das neue Leben, das ihn erwartete, trieb ihn weiter voran. Nach weiteren 10 Minuten, in denen er sich immer tiefer in den Wald wagte, begannen sich die Bäume vor ihm zu lichten. Die dicht stehenden Stämme traten zurück und ein heller Schein breitete sich vor ihm aus. Rainer spürte, wie sein Herz schneller schlug und beschleunigte seinen Schritt. Bald hatte er das Ende des Waldes erreicht und die Bäume gaben den Blick frei auf das Kommunengebäude, das sich in der Ferne erhob. »Hier bin ich richtig«, flüsterte er, während er das Gebäude betrachtete. »Jetzt bin ich da.« Ein breites Lächeln zog über sein Gesicht. Er war angekommen.
Rainer stand nackt und verschwitzt am Rand der Lichtung. Seine Brust hob und senkte sich noch immer von der Anstrengung. Das erste Licht des Tages fiel weich auf das Gelände, das vor ihm lag, und Rainer spürte eine Mischung aus Erleichterung und Nervosität. Endlich war er da. Aber was genau ihn erwartete, war ihm immer noch unklar. Das Kommunengebäude, das er nun zum ersten Mal aus der Nähe sah, wirkte wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Es war ein großes, verwunschenes Haus, das aus einer vergangenen Epoche zu stammen schien. Die Fassade war mit Efeu überwuchert, das sich ungehindert seinen Weg über die alten Backsteine und verwitterten Holzbalken gebahnt hatte. Die Fensterrahmen, die einst wahrscheinlich in einem strahlenden Weiß gestrichen waren, waren nun verwittert und blätterten ab. Einige Fenster waren offen, als hätten die Bauarbeiter oder die ersten Bewohner frische Luft ins Haus lassen wollen, während andere nur mit provisorischen Vorhängen aus altem Stoff bedeckt waren. Rainer ging langsam auf das Haus zu. Seine Füße traten auf den weichen, moosbewachsenen Boden, der unter seinem Gewicht leicht nachgab. Der Pfad, den er nun entlang ging, war kaum mehr als ein Trampelpfad, der sich zwischen alten Obstbäumen hindurchschlängelte, die seit Jahren nicht mehr gepflegt worden waren. Das Gelände rund um das Haus wirkte fast wie ein kleines Paradies, wenn auch ein vernachlässigtes. Die Blumenbeete waren wild und ungezähmt, mit hohen, bunten Blüten, die sich in allen Richtungen streckten. Es standen auch vereinzelte Hagebuttenbüsche auf dem Gelände, die Rainer aber ignorierte. Hier und da sah Rainer die Überreste eines alten Gemüsegartens, in dem noch ein paar Kräuter und Salatköpfe wild vor sich hin wuchsen. Ein großer, verwitterter Pavillon stand am Rand des Grundstücks, halb von Efeu überwuchert, und daneben eine kleine Laube, die wohl einst als Treffpunkt gedient hatte, jetzt aber nur noch ein Schatten der Vergangenheit bot. Rainer blieb stehen und atmete tief ein. Der Duft des Waldes mischte sich mit dem leichten Hauch von Verfall und dem frischen, klaren Morgen. Es war ein Ort, der gleichzeitig friedlich und mysteriös wirkte, als ob hier die Zeit stehen geblieben wäre. Er trat näher an das Haus heran und bemerkte die Spuren der jüngsten Renovierungsarbeiten. Frische Bretter waren an einigen Stellen der Fassade angebracht worden und die Türen wirkten stabiler, als der Rest des Hauses vermuten ließ. Es war klar, dass hier einiges getan worden war, um das Gebäude wieder bewohnbar zu machen. Doch der rustikale, fast verwunschene Charakter des Hauses war unverändert geblieben. Rainer betrachtete die Fenster und stellte sich vor, wie die Kameras, von denen Beatrice gesprochen hatte, unauffällig hinter den Fenstern oder in den Ecken versteckt sein könnten. Während er das Gelände weiter erkundete, fiel ihm auf, dass die Natur hier die Oberhand behalten hatte. Dicke Wurzeln hatten sich durch die alten Pflastersteine vor dem Haus gebohrt und die Büsche rund um das Gebäude wucherten wild in alle Richtungen. Es gab keinen richtigen Garten mehr, nur eine wilde Mischung aus Pflanzen, die sich über die Jahre hinweg ihren eigenen Platz gesucht hatten. Und überall diese Hagebuttenbüsche. Rainer holte tief Luft und lächelte zufrieden. Es war nicht perfekt, aber es war genau das, was er brauchte. Ein Ort, an dem er endlich er selbst sein konnte, abseits der Welt, die ihn immer so missverstanden hatte. Rainer ließ den Blick weiter über das Gelände schweifen, als ihm ein kleiner Teich ins Auge fiel. Der Teich lag ein Stückchen abseits des Hauses, eingebettet zwischen alten, knorrigen Bäumen und hohen Gräsern, die das Ufer säumten. In der Morgendämmerung spiegelte sich das fahle Licht auf der glatten Wasseroberfläche, die nur gelegentlich von einem vorbeischwimmenden Fisch oder einem ins Wasser fallenden Blatt gestört wurde. Daneben erhob sich ein sanfter Hügel, dessen Kuppe sich in einem sanften Bogen über das Gelände erstreckte. Der Hügel war zwar nicht hoch, aber in Rainers Zustand, erschöpft von der Wanderung durch den Wald, wirkte er wie eine kleine Herausforderung. Dennoch, etwas zog ihn dorthin.
Vielleicht war es die Idee, von dort oben einen besseren Überblick über das Gelände zu haben oder einfach nur der Drang, sich den besten Platz für eine kurze Pause zu suchen. Mit mühsamen Schritten begann er, den Hügel zu erklimmen. Wie so Bergsteigen. Schon nach wenigen Metern spürte er den Schweiß, der erneut seinen Körper hinunterlief, und seine Beine wurden schwer. Rainer keuchte, sein Atem ging flach, aber er kämpfte sich weiter, Schritt für Schritt. Als er schließlich die Kuppe des Hügels erreichte, ließ er sich erschöpft auf den Boden sinken. Das Gras war hier dicht und weich und er genoss das Gefühl, wie es sich kühlend an seine nackte Haut schmiegte. Er ist in seinem Element. Vor ihm lag das gesamte Kommunengelände, eingebettet in die Wälder, die es von der Außenwelt abtrennten. Aus dieser Höhe wirkte alles noch idyllischer und abgeschiedener. Die Morgensonne malte lange Schatten auf die Lichtung und Rainer fühlte sich für einen Moment, als wäre er der Herrscher über dieses kleine Reich. Hoffentlich herrscht er demokratisch. Er griff nach seinem Smartphone, das immer noch in seiner Tasche steckte, und öffnete die Kamera. Er schwenkte das Handy über das Gelände, fing die sanften Farben des Morgens und die stille Schönheit dieses Ortes ein. Perfekt, murmelte er vor sich hin, während er das kurze Video aufnahm. Gedankenverloren spielte er mit der Idee, jetzt live zu gehen. Wie gerne würde er dieses triumphale Gefühl mit seiner Community teilen, sie alle wissen lassen, dass er es endlich geschafft hatte. Aber als er den Empfang überprüfte, musste er feststellen, dass er hier oben, abgeschieden von der Welt, keinen Empfang hatte. Verdammt, murmelte er, während er kurz überlegte, das Video später noch zu bearbeiten und zu schneiden. Doch der Gedanke war ebenso schnell wieder verschwunden, wie er gekommen war. So anstrengend, entschied er und steckte das Handy wieder weg. Ah, wenn wir wüssten, was das für Arbeit ist, ne? Schneiden, rendern, hochladen. Sitzend auf dem Hügel, den Blick über das Gelände schweifen lassend, dachte er an all die Menschen, die ihn auf seinem Weg begleitet hatten. Oder besser gesagt, die versucht hatten, ihm Steine in den Weg zu legen. Seine Familie, die ihn nie verstanden hatte. Seine ehemaligen Freunde, die sich von ihm abgewandt hatten. Die Lehrer, die ihm nie zugetraut hatten, dass er zu etwas Großem bestimmt war. Die Arbeitgeber, die seine Visionen nicht erkannten, alle diese Menschen hatten ihn immer wieder klargemacht, dass er nichts wert war, dass er es zu nichts bringen würde. Doch jetzt saß er hier, auf diesem Hügel, am Ziel seiner Reise. Jetzt bin ich da, flüsterte er. Ein triumphales Lächeln umspielte seine Lippen. Und das hier, das alles, wird meine Rache sein. All die Hater, all die Kritiker, sie haben keine Ahnung, was ich jetzt habe und was sie verlieren werden. Rainer atmete tief durch, genoss die frische Morgenluft, die noch kühl war, und beschloss, dass dies der perfekte Moment für die letzte Dose Monster Energy war. Er griff in seine Tasche, öffnete die Dose mit einem satten Zischen und trank in großen, gierigen Zügen. Das Koffein strömte durch seinen Körper und er fühlte sich kurzzeitig belebt. Ja, 6:30 morgens oder 8 und 3 Dosen Energy schon rein. Und einen Kaffee. Er fühlte sich kurzzeitig belebt, als würde das Getränk ihn wieder mit Energie aufladen. Als die Dose leer war, stand er auf, holte aus und warf sie den Hügel hinunter. Doch anstatt weit zu fliegen, fiel sie schon nach wenigen Metern auf den Boden und rollte dann den Rest des Hügels hinab. Komisch, murmelte er. Früher konnte ich noch viel weiter werfen. Und das mit links. Die Erinnerung an seine früheren Axtwürfe im alten Haus drängten sich ihm auf, doch er schüttelte den Kopf. Nein, nicht an früher denken, flüsterte er zu sich selbst. Jetzt zählt nur das Hier und Jetzt. Er ließ sich wieder auf das Gras sinken, legte den Kopf zurück und schloss die Augen. Die Wärme der Sonne drang durch die Blätter über ihm und ein sanfter Wind strich über seine nackte Haut. Rainer fühlte sich schwerelos, als ob all die Sorgen und Anstrengungen der letzten Tage von ihm abfielen.
den Moment des Triumphes gönne ich ihm gerne. Vielen Dank fürs Dabeisein und Lauschen. Mögen die Eindrücke dieser Folge noch lange in unseren Gedanken nachhallen und uns stets vor unsinnigen Überlegungen und Taten schützen und uns immer Wechselkleidung dabei haben. Ich freue mich über eure Anregungen und Vorschläge darüber, wie es in der Kommune weitergehen könnte. Schreibt diese gerne in die Kommentare. Und bis dahin, Medal off. Medal off, ah, Medal off, Medal off, ah, Medal off, Medal off, ah, Medal off.